So, ich begrüße euch bei Assassin's Creed Valhalla. Jawollo. Und wir werden, was ist das überhaupt? Wir werden heute Story machen, wir werden heute richtig viele Quests erleben. Gestern war ja nicht allzu viel los, da haben wir ein bisschen rumgelümmelt. Und uns hier diesen das angeschaut. Aber letztendlich wissen wir ganz genau. Ihre Königreiche in kleinere Gebiete, sogenannte Schiere. Dieses hier wir müssen questen. Es wird nicht so geschrieben, wie man es spricht. Hallihallo. Wie du vermutet hast, zogen die Söhne Ragnars vor einigen Monaten dorthin. Wir wissen, dass Iva und Uba wohl auf sind und sich in Cheopedun befinden. Gute Arbeit, ihr beiden. Jetzt ruht euch aus und genehmigt euch ein Horn Ale. Ihr habt es euch verdient. Vielen Dank, Randvi. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Hopp, dankeschön. So, ich müsste mal mit dir quatschen. Hello? Warte mal, mit dir müssen wir mal quatschen. Glaube ich, wenn ich könnte. Kann ich mit dir quatschen? Oder... Do you want to quatsch with me? Wir haben natürlich, das will ich euch nicht vorenthalten, wir haben ein bisschen gelevelt, ja. Wir waren nochmal in Norwegen, da haben wir noch ein bisschen gelevelt. Interagieren. Komm hier, erstmal, bevor es auf Schlachtzug geht, irgendwann. Können wir hier was futtern? Und wir können hier nur sitzen, na, das ist ja nix. Nee, dann, komm mal. Wir gucken mal doch mal direkt, was unser Questlog uns so sagen tun tut. Sprich mit Sigurd. Ja, finde den die Codex-Seiten. Dann machen wir das hier, ne? Das ist ja eins der Hauptstory-Dinger. Und der Sigurd ist hier. Da sind wir noch hier in... Eivor, hier drinnen. Ja. Grüß Gott. Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe. Denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen. You're nice. Bei den Ställen, ja. Ich will mal kurz noch was gucken. Moment. Ah, shit. Moment. Geht gleich weiter. So. Weil ich habe vorhin eine Aufnahme gemacht, habe ich gesehen, mein Festplattenspeicher ist nicht mehr der beste. Deswegen, bevor jetzt hier irgendwie da was passiert, das nicht passieren soll, gucken wir lieber nochmal. Einfach um sicher zu sein. Ja, sehr gut. Ja, dürfte eigentlich hinkommen. So. Ich will hier immer nichts löschen. Man weiß ja nie, für was es gut ist. So. So, okay. Zack. Dann gucke ich mal Watch Dogs. Ich auch vielleicht das eine oder andere. Kann ich da ja von auch löschen. Ja, viel war es nicht, aber it's something. So. Okay. Was sagt jetzt? Ja, okay, das ist in Ordnung. Damit kommen wir heute mal rum. Für die Dauer des Streams. Ich weiß auch noch nicht, wie lange. Aber wir werden sehen. So, okay. Was können wir denn hier machen? Ach, guck mal da. Öffnungsrang, Lager. Aha. Ah, guck mal da. Da können wir schon mal sehen, was wir hier machen können. Okay, was haben wir hier? Ein Kästchen für Nachrichten und Gesuche.
Okay. Und hier sein Bett. Ein Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Oh ja. Nicht viel, aber mein eigen. Ja, aber immerhin, ne? Man muss sich auch mal mit dem zufrieden geben, was man hat. Aber das sieht ja schon mal nicht verkehrt aus. So, alright. Okay, dann gehen wir mal tatsächlich zum Stall. Halte beim Eintreffen der Nachricht sofort los. Du kannst auf mich zählen, mein Freund. Der Pfad vor uns erleuchtet. Am Ende wartet der Ruhm. Lebe wohl, Eivor. Aber warum jetzt? Sag bitte. Es muss getan werden. Hey. Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich reite nach Legra Kestashir, in einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Ich brauche nur ein Pferd. Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich. Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Dag. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten. Ich will sagen, pass du. Pass dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann. Ja, und ich halte unsere Krieger in Form. Eivor Folge leisten? Will er mich auf die Probe stellen? Vielleicht. Sigurd ist ein weiser Mann. Eher befolge ich die Befehle einer Laus. Eivor, mein Stall ist noch etwas leer, aber wenn du mir einen besseren bauen kannst, besorge ich dir die besten Pferde. Ein voller Stall wäre eine große Hilfe. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, Moment. So. Alright, okay. Ja, Feierabend gemacht um 14:18. Kann man machen freitags. Kann man auf jeden Fall machen freitags. Sprich mit Randvi, alles klar. Wo ist sie denn, die Randvi? Ich lebe gern im Langhaus. Ich fühle mich wie ein Jarl. Da ist sie. Da grüß Gott. Ja, für die Behördearbeiten zahlt sich immer aus. Du wolltest mich sehen? Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in Englerland Fuß fassen. Er will Bündnisse schmieden. Eiserne Bande mit allen Nordwegern, Dänen und Sachsen. Ja, wir sind die Fremden hier. Freunde zu finden, würde uns helfen. Wo fangen wir an? Meine Kundschafter überbringen uns täglich Neuigkeiten und so langsam fange ich an, diese zerrütteten Lande zu verstehen. Je mehr ich erfahre, desto mehr kann ich dir über jede Region erzählen, bevor du dorthin aufbrichst. Ich verstehe. Sobald du Verbündete in einem Gebiet gefunden hast, rede mit mir. Dann entscheiden wir über den nächsten Schritt. In Ordnung. Und wo fangen wir an? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Schließ dich Sigurd in Legra Kestashir im Norden an und triff auf die Söhne von Ragnar Lodbrok. Oder gehe gen Süden nach Grantabrückschir zu einem Dänenheer, das von Jarl Gudrum und Soma angeführt wird. Außerdem hat unser junger Freund Heitam sich mit seinen eigenen Quellen in den Städten besprochen. Ich habe auf der Karte verzeichnet, was er erfahren konnte, falls du mehr wissen musst. Ja, okay. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Würde sagen, da gehen wir doch dahin, wo bisher noch keiner ist, ne? Da ist Dings. Und da ist Lunden. Okay, Level 90, okay. Level 20, das ist auch Level 20. Ja. Das, okay.
raten? Erzähl mir von Grantabrückschir. Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen das Sommerheer genannt wird, lagert nördlich von Grantabrück in Ruinen jenseits des Flusses. Wir sollten uns mit ihren Anführern Gudrum und Soma gutstellen, wenn wir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft gewinnen wollen. Meine Späher trafen sie nicht selbst, also kann ich nur wenig über den Zustand ihres Heeres sagen. Dies ist immerhin ein Anfang. Ich werde mich Grantabrück angeloben, genau. Aha. Ich breche sofort auf. Gut. Und möge dich Freyas Segen begleiten. Ja. Das haben wir Helix. Aha. Okay, cool. Warum habe ich auch Dings? Ich habe auch neue Fertigkeiten. Geil. Ja, Neisinger. Bauen wir natürlich aus. Perfekter Angriff und Nahkampfwiderstand. Ja. So, perfekt. Oh, warte mal, hier ist auch noch was. Aber das ist nicht ganz in der Nähe. Warte mal, dann müssen wir mal auf der Quest nochmal gucken. Erschlagen des Ordens, neues Zuhause. Ist dein Zuhause, baue sie auf und ja, wir brauchen aber noch ein bisschen was. Ja, wir haben schon Stufe 2. Ja, okay, können wir das dann doch machen mit der für Heidam, glaubt das? Nee. Zerschlagung des Ordens. Sprich mit den Anführern des Sommerheers, genau. Genau, das machen wir jetzt. Ist es das dann? Da vorne? Okay. Ja, das müssen wir mal gucken, ob früher tatsächlich Englandland da gesagt wurde. Das weiß ich so gar nicht. So. Aber gucken wir mal auf die Karte. So, das soll hier sein. Ah, großes verstreutes Heer. Können wir eigentlich mit unserem Boot hinfahren? So. Wie wird bereits genutzt, hä? Wird bereits genutzt? Was ist verarschen jetzt? Okay. Na gut, dann muss halt der Gaul herhalten. Wenn wir uns mal in Englandland umschauen, weil bisher haben wir ja nur unser Lager gesehen und mehr auch nicht und den Fluss, wo wir halt lang gefahren sind. Gucken wir mal, ob wir hier gute Verbündete treffen. Ist ja wichtig, wie wir gehört haben. So. Geben wir mal dem Gaul die Sporen. Noch kann der nicht schwimmen, das können wir aber skillen. Das ist gar nicht mal so tief. Das ist sehr gut. So. Ist es da vorne? So. Okay, was Gebiet finden? Sieh mal nach. Ja, scheint das Gebiet zu sein hier, wo wir unsere Verbündeten finden.
Sieht mir ganz danach aus. Ja. Brand, wie erzählte von diesem Ort. Doch wurde das Sommerheer zuletzt gesehen. Okay. Wurde von den Winkel, ja? Sagen die das bei Vikings genauso? So. Da müssen wir mal jetzt gucken. Sind ja, glaube ich, hier jetzt in der Nähe. Ist, ah ja, guten Tag. Sei gegrüßt. Was ist hier passiert? Wer will das wissen? Eivor vom Rabenclan. Haben du und deine Männer das Dorf nicht einnehmen können? Doch, doch. Wir hatten es eine Zeit lang. Es war nur ein Haufen Flechtwerkhütten, als wir kamen. Wir ließen es aufblühen. Und Tasoma wurde Grantabrück zu einem Ort des Handels und der Lebenslust. Doch die Sachsen eroberten es zurück. Sie tauchten mitten in der Stadt auf, als wären sie den Schatten entstiegen und jagten uns fort. Das tut mir leid zu hören. Klingt furchtbar. Wie wurdet ihr überfallen? Es war, als wären sie einfach mitten in der Stadt aufgetaucht. Sie brannten alles in ihrem Weg nieder und riefen irgendeinen Unsinn über einen uralten Kriegerorden. Als ich die Feuer sah, waren schon zu viele von uns tot oder gefangen. Unsere Jarlskona, Soma, befahl uns den Rückzug und wir fanden Unterschlupf in diesen Ruinen. Doch im Gemenge wurden wir getrennt. Sie und die meisten von uns sind nach Nordosten geflohen in den Sumpf. Wir würden ihr folgen, wenn wir könnten. Wir brauchen ihre eiserne Faust. Ich kann Soma finden. Halte dich bereit für unsere Rückkehr. Sie dürfte schon tief in den Nebeln der Fens sein. Suche ihr Langschiff, das wäre wohl am einfachsten. Das Lied von Soma. Okay.